Hier, Björn. Was ist denn hier los? Was soll los sein? Ja, ich denke, wir drehen jetzt. Und du machst hier Party mit Popcorn, oder was? Ja. Was ist denn das? Lecker. Ist es, Popcorn. Ist es wenigstens salzig? Ja, natürlich ist es salzig. Ja, da hast du schon süß, ey. Süß kann doch jeder. Gerade noch Glück gehabt hier. Komm, lass uns mal starten. Alles klar. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meerwasser Live TV. Ich bin der Christian. Mein Name ist der Björn. Ja, und der Björn erzählt euch jetzt, was heute bei uns abgeht. Ja, heute haben wir sozusagen Im Beides. Was ist denn Im Beides? Hatten wir schon mal. Ist ein Film, also ein Video, was wir nicht so klar zuordnen können, weil heute haben wir wieder ein Tutorial und ein Review. Also beides. Im Beides. Im Beides, Im okay. Beides, genau. Aber was hast du denn in der Hand? Heute geht es um ein paar Meter, nicht um irgendwelche Meter, die wir hier messen, sondern um Lichtmessung. Und dazu brauchen wir, wie gesagt, ein paar Meter. Wir haben heute das Apogee Instruments MQ200 hier. Das ist, ich glaube, das ist sogar das bekannteste Messinstrument für die Lichtmessung in der Meerwasserakustik. Warum messen wir dann überhaupt einen Paarwert? Man kann Licht in verschiedenen Einheiten und Werten messen. Zum Beispiel Watt, Lumen, Lux, da blickt ja keiner mehr durch. Das ist so viel Kram, den es da gibt. Und was müssen wir denn überhaupt messen? Paar. Warum? Paar ist die photosynthetisch aktive Strahlung. Warum ist das wichtig? Eure Korallen, die haben Algen an den Seiten. Das sind Zooxanthellen. Die betreiben Photosynthese und geben dann Energie an die Koralle weiter. Für die Photosynthese brauchen wir natürlich Licht. Und das ist nicht irgendein Licht, sondern ein bestimmter Wellenbereich an Licht, den wir da brauchen. Nämlich 400 bis 700 Nanometer. Das bringen die meisten Meerwasserlampen, sollten sie zumindest bringen, sonst bringt es uns gar nichts. Genau. Wenn wir da normale Lampen drüber hängen, das ist nämlich meistens auch der Grund, warum wir spezielle Lampen brauchen. Die bringen vielleicht eine Wellenlänge, die für die Photosynthese nichts bringt. Ja? Und deswegen messen wir auch nur in diesem Bereich der photosynthetisch aktiven Strahlung. Und ja, jetzt bist du dran. Ja. Wie ist das Ding überhaupt aufgebaut? Ja. Du hast hier so ein Handteil, ne? Zeigt dir Björn gleich nochmal in der Nahaufnahme. Dann haben wir hier ein ultralanges 2-Meter-Kabel. Das ist echt gut, weil da kann ich auch mal tief im Wasser messen. Ja. Und wir haben hier einen Sensor. Mhm. Den haben wir jetzt schon direkt auf so einen Zubehörteil draufgeschraubt. Eine Nivellierplatte. Eine Nivellierplatte ist nämlich mit 3 Schrauben kann man das quasi ausrichten. Und es ist auch noch eine Libelle, also eine kleine Mini-Wasserwaage drauf. Mhm. Und damit kommen wir gleich. Warum ist das wichtig? Genau, zum wichtigen Aspekt. Wir müssen immer senkrecht zur Strahlung sein. Nein, parallel zur Strahlung quasi. Senkrecht zum Boden, parallel zur Strahlung. Damit ihr auch die Strahlung auffangen könnt. Weil wenn ihr das Ding quasi so rumdreht, 180 Grad gedreht, wird's nix. Das sollte auch der letzte Depp gerafft haben. Ja, ist ja schön. Ich wollte ja nur mal drauf hin. Aber wenn wir in Handbereiche gehen, dann sollen wir das Ding halt nicht so hinstellen, sondern so, dass es der Lichtquelle zugeneigt ist. Genau. Ja, was misst das Teil? Das Teil misst, wie gesagt, eine Photonenmenge. Mhm. Eine Lichtmenge und die Einheit heißt Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde. Ist also im Prinzip die Dichte genau, an Licht. Ja. Wir nennen es jetzt einfach mal Paarwert. Mhm. Ne? Und der Paarwert geht von, wird hier gemessen von 0 bis 3000. Ist auch nochmal interessant. Was ganz klar ist, wenn man kurz mal hier reinschaut, wir haben unsere. Was ist das aus? So, wenn wir jetzt mal das Teil auf den Boden stellen, stell's mal, schieb's mal rum. Komm, scheiß hier. Ah, oder so, das ist toll, Björn, danke. So, wir haben jetzt aber die Lampe natürlich extrem gedimmt, sonst hätte man gar nichts gesehen, wäre es viel zu hell gewesen. Da sieht man jetzt einfach mal, der Wert müsste jetzt eigentlich steigen, das müsstet ihr sehen. Ja. Ja? Das Licht ist natürlich, nimmt ab mit der Entfernung. Das Ganze wird natürlich nochmal schlimmer, wenn wir im Wasser sind. Was verlieren wir da in der Regel so ungefähr? Also, ich habe irgendwo mal Messungen gelesen, da hat die Sonnenenergie auf 10 Meter sich halbiert. Okay. Ich meinte jetzt, was wir verlieren, dadurch, dass wir Wasser einbringen. Also da erreichen wir ungefähr nur noch ein Drittel des Wertes. Ach so, den wir ja, auch an genau. Luft ja, erreichen würden. Ja, ja. Ja. Korrekt. Ich würde sagen, wozu ja. brauchen wir das Ding überhaupt? Genau. Warum kauft man sich, warum soll man sich hier so ein paar Meter anschaffen? Also es ist ja schon eigentlich ein Luxusgegenstand. Ja, natürlich.
Also zum einen, man könnte natürlich, wer da Bock drauf hat, schauen, wann nimmt, wie nimmt die Leistung meine Lampe ab. Ne? Ich kann ja Vergleichsmessungen machen von ersten Jahr. Also auf die Dauer. Auf die Dauer, mhm. Genau. Auf ersten Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, viertes Jahr. Irgendwann. Oh, das ist ja gerade bei LED ist das ja hochinteressant, weil da weiß ja noch keiner so richtig, wie es da so die Langzeit viele sind. Langzeiterfahrung, genau. Dafür ist es auf jeden Fall super, super spannend. Ne? Mhm. Oder ich habe eine Koralle, habe aber nur noch diesen einen Spot hier oben frei. Ne? Und da messe ich einfach mal, könnte ich jetzt messen. Und wenn da jetzt mal angenommen 500 Paar anliegen an der Stelle, oder sagen wir mal 400 Paar anliegen, müsste ich mir halt gut überlegen, ob ich da müsste ich natürlich irgendwie eine lichthungrige Koralle hinsetzen, ne? Und nicht halt irgendwas, was leichter verbrennt wie Draculas Tochter. Ja? Okay. Also ich kann quasi gucken, wo habe ich zu viel Licht. Genau. Was auch noch interessant ist. Andersrum aber auch. Ja, was auch noch interessant ist, ich kann natürlich einen falschen Standort identifizieren. Ich habe zum Beispiel irgendwo ganz unten im Sand einen Agropora stehen und die lässt die Flügel hängen. Also zu wenig Licht. Könnte vielleicht zu wenig Licht sein, ne? Mhm. Ja, mit dem Parameter einfach mal den Sensor hingestellt und mal schauen, was habe ich denn da unten überhaupt noch? Oder wird sie vielleicht extrem abgeschattet von irgendwelchen anderen Sachen? Dann kann ich vielleicht dagegen steuern. Oder ich kann die Ausleuchtung des Beckens mal betrachten. Oder auch noch dann unterstützende... Also gerade bei Lampen, die jetzt nicht so flächig, sondern eher punktuell abstrahlen, genau. Schon wichtig. Dann könnte ich zum Beispiel dann auch noch mit zusätzlichen Modulen arbeiten. Mhm. Ne? Könnte ich dann entscheiden, okay, das eine Modul ist okay, aber ich nehme noch ein zweites Modul, weil dann die Ausleuchtung besser ist. Ja. Könnte ich damit auch beurteilen. Ein großes Problem ist natürlich, ihr habt euer Becken in individuellen Aufbau. Jedes Riff sieht anders aus und deswegen könnt ihr noch so viel nachlesen und rumrecherchieren. Es wird euch nie jemand sagen können, was ihr für euer Becken braucht. Und durch so ein Messgerät wisst ihr genau, okay, an der Stelle kommt so und so viel Licht an. Ich muss meine Beleuchtung ändern oder ich muss eben die Korallen umsetzen. Ja, aber was kann denn so ein Paar, MQ 2000 nicht, 200 nicht? Die Zeit messen. Ja, ich glaube, es ist keine Uhr dran. Ja, wenn du mich so fragst, also ich kann jetzt nur eine halbe Stunde labern, was es nicht kann. Ja, wir können kein Spektrum aufnehmen. Ja. Also wir können kein Spektrumsverlauf aufnehmen. Das müsst ihr dann halt entweder aus den Datenblättern holen, von den Homepages. Ne? Wir messen zwar im bestimmten Spektrum, in dem Fall bei diesem... Aber nur eine Menge. Von 410 bis 655 Nanometer. Aber wir wissen halt nicht, ja, wie viel Blauanteil habe ich jetzt, wie viel Rotanteil. Korrekt. Das ist auch nicht die Aufgabe des Quantometers. Ja, aber sollte einfach nur nochmal klar sein, das ist noch keine Beurteilung der Lichtqualität, sondern nur eine Beurteilung der Lichtquantität. Quantität. Ja, da sind wir eigentlich erstmal. Komm so Leute, weit. Ich zeige euch jetzt mal, was das Ding überhaupt kann. Ja, als erstes müssen wir das Teil natürlich erstmal einschalten. Wir haben jetzt hier einen relativ geringen Wert, Christian hat es schon gesagt. Wir messen hier mit einer gedimmten Lampe, die ist nur auf 10% oder so läuft die gerade. Also sehr, sehr weit runter gedimmt, sonst würdet ihr hier im Video überhaupt nichts mehr erkennen, weil die zu hell ist. Wir haben hier unten nochmal vier Knöpfe, nämlich einmal eine Pfeiltaste hoch und runter. Hier können wir den Modi einstellen und hier Sample heißt die Taste. Da können wir dann quasi den Speicher in dem Gerät festlegen. Ich klicke jetzt einfach mal durch. Wenn man hier auf Mode klickt, dann haben wir die Auswahl zwischen natürlichem und elektrischem Licht auszuwählen. Wir haben natürlich künstliches Licht, deswegen wählen wir hier elektrisch aus. Ist schon gemacht. Dann haben wir die Möglichkeit zwischen zwei Speichermethoden zu wählen. Nämlich einmal den Sample und den Lock Mode. Der Sample Mode, da könnt ihr manuell bis zu 100 Speicherpunkte festlegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Messung machen wollt, drückt ihr auf Sample und dann habt ihr den Paarwert neu eingespeichert in das Gerät und könnt das dann später auswerten. Oder ihr macht den Log-Mode. Das ist im Prinzip eine Langzeitmessung. Das Gerät tut über eine bestimmte Dauer in bestimmten Intervallen automatisch die Werte aufnehmen und die könnt ihr dann später auswerten. Wir bleiben jetzt im Sample-Mode. Und dann haben wir hier noch als dritte Auswahlmöglichkeit Run und RST. RST, da können wir eben den internen Speicher des Geräts Reset. Also RST steht für Reset. Eieieiei, was haben wir denn hier? Scheiß Fernseher, der macht Autoplay irgendwann. Wenn wir den Speicher zurücksetzen wollen, dann klicken wir einfach auf unten und dann Mode und dann ist der Speicher des Geräts wieder zurückgesetzt.
So, jetzt mache ich eine Messung. Ich habe jetzt hier 20 Mikromol pro Quadratmeter Sekunde. Drücke Sample. Und jetzt ist hier eine 1. Das heißt, ich habe diesen Wert jetzt gespeichert. Jetzt hält der Christian mal seine Wurstfinger dazwischen. So, jetzt sinkt der Wert auf 1. Jetzt sagen wir hier, wir wollen, oder auf 0 sogar. Jetzt sagen wir wollen den Wert auch speichern. Ist er gespeichert. Das kann ich jetzt so oft machen, wie ich möchte. Und dann habe ich hier, kann ich jetzt hier durchschalten und kann im Nachhinein meine Werte auswerten. Ich habe dann hier zum Beispiel auf der 1 20, auf der 2 die 3 und dann auf der 3 die 1. Und das kann ich wie gesagt 100 Mal machen. Gut, das war's. So viel zum Gerät. Kommen wir zum Zubehör. So, dann gib mir gleich die Scheiße hierher. Björn hat schon gesagt, hier gibt es hier diesen Mini-USB-Port. Dazu braucht ihr das Datenkabel, um die Werte auszulesen, weil wirklich, es hat keiner Bock, 100 Werte manuell hier auf Papier zu kritzeln. Das stimmt. Ja? Also, ich würde es nicht machen. Ja, gut, ja? Wobei 100 Werte, also das ist dann echt ein Freak-Test. Das wäre was für uns, ob das jetzt, gut, wer Spaß dran hat, der soll es machen. Ja, genau. Da ist ein Kabel dabei und nochmal ein USB-Stick mit dem Treiber drauf. Genau, damit könnt ihr die Daten speichern. Gerade wenn ihr hier so Langzeitmessungen macht für die Lampe, ist schon sinnvoll, ne? Dass ihr halt in einem Jahr noch wisst, was denn für Daten ihr da aufgezeichnet habt. Dann haben wir zur Befestigung des Sensors natürlich die Nivellierplatte. Müssen wir nichts mehr zu sagen, hatten wir schon. Da gibt es aber noch was weiteres, nämlich so einen Teleskoparm, den haben wir leider nicht da. Da könnt ihr diesen Sensor auch drauf montieren. Ist eine feine Sache, weil dann müsst ihr nicht mit euren Fingern jedes Mal ins Aquarium. Seid ihr da ein bisschen flexibler und ja, gibt es auch noch als Zubehör. So, jetzt die spannendste Frage. Was kostet denn das Teil überhaupt? Das ist eine gute Frage. Das Teil kriegt man im Netz für 460 Euro, meistens schon mit diesem Übertragungskabel. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Das ist schon eine Stange Geld und das ist wirklich nur für Freaks. Ja, also Freaks. Nee, für Freaks nicht, aber für einen Anfänger, der ein bisschen budgetbewusst denkt oder der gerade andere Ausgaben fürs Meerwasser-Aquarium hat, ist es nichts. Aber wer jetzt schon länger dabei ist und mal ein bisschen hinter die Beleuchtungstechnik gucken möchte und ein bisschen ausprobieren möchte, wir haben ja vorhin die verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt, wozu man das Gerät einsetzen kann, der ist sicherlich damit gut beraten und wird da auch seinen Spaß mit dran haben. Genau. Also ihr könnt auf jeden Fall auch für T5-Beleuchtung zum Beispiel, ja? Ja, klar. Da muss ich ja regelmäßig wechseln, die Beleuchtung. Da ist es echt eine gute Sache, wenn ich gucken kann, hier ist das Teil jetzt noch gut. Ja, da haben wir natürlich, du kommst jetzt auf die Spektralverschiebung. Damit kann ich das natürlich nicht messen. Ja. Aber grundsätzlich, um die Leistung zu ermitteln, ist eine super Sache. Genau. Ja, das war's soweit. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja. Und ihr seid jetzt versorgt mit allen Informationen. Insofern sind wir raus. Ne? Mhm. Jetzt seid ihr dran. Macht mal wunderschöne Messungen und habt viel Spaß beim Optimieren eurer Standflächen der Korallen. Ja, die Korallen finden es bestimmt gut. Ja, auf jeden Fall. Macht's gut, gebt uns ein Like. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir sind raus. Ciao.